Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Willkommen zu Aldivaro. Ja, es ist Aldivaro. Und warte, wir müssen jetzt unsere Antwort richtig machen. Okay. Ein herzliches Ja, wir sind das Team Und ja, es ist halt legit einfach 1:1 Varo, nur halt Aldi. Version und wir haben uns gedacht mit ein paar Freunden, ey, komm, machen wir mal. Ich kenne null Leute davon. Der Alex ist halt jetzt mit mir im Team. Es ist so lange her, ich habe noch nie so ein, also es ist mega lange her, dass ich so ein Projekt gemacht habe, und es ist auch noch in der 1.8, das heißt, es wird gestraft wie sonst was. Stimmt, ich muss eigentlich mal. Beim It's Just for Fun, ja? Ja. Wir machen ein bisschen Trollelull. Also viele Fallen bauen. We do a little bit of trolling, ne? Ja. Okay. Aber erstmal noch Settings machen. So, ich kann jetzt. Achso, ja, schon. Genau. Alex schaut mir zu. Er hat schon die erste Folge aufgenommen, weil ich hatte einen Schachspieler und konnte nicht. Und, ja. Ich muss hier alleine starten. Genau, ich kann joinen, ne? Du kannst joinen? Ich werde nicht cutten. Ich glaube, man darf nicht cutten, oder? Nee. Oh, warum bist. Du bist da gespawnt, weil du außerhalb der Border spawnen würdest. Okay, ist okay. Lauf mal zu. Oh Gott, wo ist es? Direkt links von dir? Hinter dir? Da? Rechts, den Berg hoch quasi, diesen Mini-Berg. Ja. Da müsste oben ein Spawner drauf, Spawn drauf sein. Spawnpunkt. Was? Warte, lauf mal da hoch. Da müsste so ein Spawn sein, wo man normalerweise drin spawnt. Nee, nicht der. Wait. Wo bist du? Ah, andere Seite. Einmal diagonal rüber. Sorry, dass ich dich so da hoch. Da müsste auch ein Schild mit Ubu stehen. Nein, rechts. Da hoch, genau. Geh mal. Oh, in das Loch, in das andere Loch. Geh mal in das andere Loch rein. Das hier. Ja, genau. Und bau mal den Erdblock unten ab. Stell dich rein und bau den Erdblock ab. Geh mal runter. Ich hab unten die Sachen auch hingelegt. Ich hab die Sachen vorbereitet. Bau mal den Block unten hin, damit man nicht weiß, dass man da reingehen kann. Und am Ende. Genau, easy. Und geh mal runter. Unten ist eine Kiste, da ist ein bisschen was an Essen drin. Steintools und Eisen, sowas, was du braten kannst. Dann kannst du schon mal weitermachen. Hä, es ist total komisch. Oh lol, ich glaube einfach, das ist die Version, oder? Ach, keine Ahnung. Was denn? Einfach alles komisch. So. Ach, ist ja jetzt gerade noch nicht. Jo. Okay, ich. Hä? Ist meine Maus irgendwie kaputt? Okay. Ah. Eine Teamchest, da ist schon mal so ein bisschen Steinstuff drin für dich. Eisen kannst du schon starten auch. Ehre. Also ich habe jetzt kein Eisen mehr. Ich habe alles, was ich hatte, da reingepackt an Eisen. Ich habe ein bisschen was Essen reingepackt. Im Ofen ist auch noch was drin. Und dann kannst du das. Die Kiste ist gesichert, die kann kein anderer öffnen. Okay. Da kannst du immer Stuff reinpacken. Aber ich habe dir schon mal was vorbereitet, damit du jetzt nicht oben irgendwie noch Holz fahren musst und sowas. Ehre! Ja. Okay. Kannst du direkt schon gucken, ob Eisen die ausfindet. Okay, alles klar. Das heißt, wir machen jetzt hier so einen Dreck. So ein Dreck, ja. Okay. Aber ich dachte mir, ich mache den Five-Head-Move und mach das direkt so, dass du nicht mehr viel machen musst. Manchmal. Ehre. Es ist so weird, ne? Zum Beispiel, wenn ich sneake, das ist so. Es ist voll die Umstellung, ne? Hey, warum? Was denn? Hä? So, von jetzt neuen Versionen, so 1.8, 10 und so. So von dem Gefühl her, von wegen, weil man nach unten geht und so? Ja, das zum Beispiel. Ist das bei der neuen Version nicht auch so? Nein. Aber ein bisschen anders, oder? Ja, du sneakst bei der neuen Version viel, intensiver. Intensiver und, und smoother, also. Keine Ahnung. Hast du schon Dias oder so? Ich hab legit bis dahin gebaut, wo ich war. Wait, nennen die es wirklich Varo? Also ist es kein richtiges Varo sonst, wenn wir nicht irgendeine Urheberrechtsanzeige bekommen, ne? Bekommt man nicht, nein. Es gibt kein Urheberrecht darauf, beziehungsweise jemand hatte es mal versucht, das zu machen und hat halt. Aber auch nur auf News, ne? Aber nur auf News, oder? Nein, es hat mal wirklich einer versucht, das patentieren zu lassen. Das wurde aber ziemlich schnell geklärt. Weil der es halt nicht patentieren lassen kann, weil es nicht seins ist. Ich weiß schon, was du nach dem Ding machen kannst. Ja, ich weiß, die Options-Datei ändern. Gamma hochstellen, genau. Ja.
Ja, ich bin überrascht, dass alles funktioniert hat. Das Plugin funktioniert, du wirst automatisch gekickt, alles funktioniert. Ja, das war noch mal eine Frage. Hat der ausgiebig getestet? Mhm. Und es gibt auch irgendeinen Border, meintest du? Ja, ja, aber die kann ich nicht killen. Oh mein Gott. Wenn du außerhalb der Border respawn wirst, also die wird nicht die ganze Zeit kleiner. Die wird von Tag zu Tag kleiner, auf 0 Uhr. Okay. Also wird die versetzt. Wenn du außerhalb der Border bist, wirst du in die Mitte teleportiert. Okay, hast du aus Veni und Dings gelernt? Ja. Nee, wir haben uns actually ein vernünftiges Plugin geholt. Nicht selbst also, gemacht? Hatten wir von früher, nö. Vor Jahren mal. Schild kann ich noch machen, ne? Nein. Ich weiß. Das ist kein Schild, du Ich weiß. Das war ein Jucke. Es ist sehr bitter, wenn ich jetzt Fackeln mache, kurz. Ja, eigentlich schon, wir haben ja kaum. Aber gut, komm. Kannst du ja in die zweite Hand machen, dann siehst du was. Boah, jedes Mal, wenn ich diese Team-Chest öffne, ne, kriege ich ultra den Herzinfarkt. Weil was im Chat steht. Ja. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich glaube, eigentlich meine Sensitivity sollte die viel geringer sein. Weil meine Maus halt. Nee, das ist zu wenig. Ach komm. Ja, guck mal, jetzt ist das voll langsam. Aber wenn ich halt. Du hast Mausbeschleunigung an. Ja, was ist denn das? Wo mache ich das weg? Ah, wie geht das? Keine Ahnung. Disability Settings oder so. Oh nein, ich hab super. Oh no. Wie resette ich das? Muss mehrfach picken, glaube ich. Okay, passt. Oh, jetzt geht alles, ne? So, das ist halt random, ne? I don't know. Super Secret Settings sind random. Da hast du gerade richtig Glück, weil es gibt, glaube ich, 10 verschiedene oder sowas. Du hast verkackt bei unserer Folge, ne? Warum? Du musst den Teamnamen in eckigen Klammern. Nee, muss ich nicht. Achso. Die haben es einfach alle falsch gemacht. Okay. Ja, guck mal, ob du die Settings findest. Ja. Ich war letztens in Berlin, ne? Ja, das hast du mir gesagt. Für freaking 5 Stunden. Und, aber ich kann jetzt behaupten, ich habe den Berliner Flughafen gesehen. Ich habe den Berliner Fernsehturm gesehen. Ich habe Überreste der Mauer gesehen. Und ich habe den Berliner Hauptbahnhof gesehen. Aber Berlin war relativ klein, also. Was? Ja? Wo warst du in Berlin? Ja, in Berlin halt. Also das, was ich gesehen habe. Ja, das Ding ist, Berlin hat nicht eine Innenstadt. Berlin hat. Wenn du in Köln sagst, ey, okay, wir haben Dom und drumherum. Nein, Berlin hat sowas nicht. Berlin hat ist eine Riesenstadt, die ich eine weiß, richtige Innenstadt hat. Es war so klar, dass dich das triggert. Ja, natürlich triggert mich das, weil die Leute denken, gehen auch nach Berlin, gehen nach Kreuzberg und sagen, boah, Berlin ist voll hässlich. Ja, Dude, wenn du, keine Ahnung, wenn du in Köln ins Industriegebiet gehst oder so, dann denkst du auch, ist fucking hässlich. Und wenn du dich an Rhein setzt, denkst du dir das nicht. Ja, wow. Oder wenn du zum Carsten nach Hause kommst. Vor allem immer super aufgeräumt. Was? Obwohl, nee, letztes Mal war der Tisch nicht aufgeräumt, ja. Ja, sorry. Viel zu tun. Findest du meine Wohnung aufgeräumt, oder was? Ja, schon. Oha. Also relativ. Relativ. Zu was? Es lag keine Wäsche auf dem Boden. Ja, das ist schon mal ein Plus zu meiner Wohnung. Ja, das räumt man halt schnell weg, ne? Ja. Einfach alles schnell in einen Wäschekorb, egal ob gleiche Farbe oder nicht.
So, wie lang dauert der Spaß? Du hast noch 5 Minuten Zeit. Lol. Viertelstunde nur. For real? Ja. Okay. I guess. Man hat theoretisch eine Viertelstunde am Tag. Okay. Aber wer hat mehrere immer aufnehmen können, ist es was anderes. Ja, okay. Man darf aber nur 2 im Voraus aufnehmen, ne? Mhm. Ja, okay. Halbe Stunde täglich. Dias. Und ein Lavasee. Also alle 2 Tage neu. Oh Gott. Oder noch ein Dias. Ja. Ah, Cookie ist auch alleine und ist auch später gestartet. Soll ich kämpfen? Nein, ist gerade gespawnt. Am Spawn. Ach so. Hey, let's go, oder? Erstmal richtig beliebt machen. Let's go. Obwohl, actually weiß ich gar nicht, ob es ein oder sie ist. Nein, mach's nicht. Ich weiß. Es wäre übrigens schön, wenn du mir genug Eisen für eine Pickaxe oder sowas da lassen könntest. Hast du Diapick schon gemacht? Nein, ich habe gar nichts. What? Okay. Ich war oben, hab Zuckerrohr gefarmt, Essen gefarmt und bin dann wieder zurück zum Spawn gelaufen, um mich bei dir irgendwo fertig hinzustellen. Oha. So. Dann würde ich aber gucken, ob ich noch Wasser finde, ne? Das wäre noch ganz gut. Finden wir beim Farmen, so. Ja. Aber wenn wir Lapis haben, können wir einen Verzauberungstisch machen, oder? Ja. Ist das ein Leben nur? Hm? Ein Leben? Hm? Ist schon irgendwer down? Nee. Echt nicht? Auch nicht am Anfang? Was? Nee, am Anfang hatten alle Schiss. Wow. Ich wusste noch einmal, da habe ich so ein Projekt mitgemacht. Und es haben also wirklich alle Team gefetzt. Ein Team hatte Bock am Anfang, aber die anderen haben gesagt, sie wollen halt lieber später fighten. Okay. Ich wusste noch einmal, da habe ich bei so einem Projekt mitgemacht, da sind richtig viele gestorben beim Kämpfen. Aber ich wurde gehatet. Dafür, dass ich jemanden gekillt habe. Ich habe auch einmal bei einem Live-Ding mitgemacht, Legends of Twitch. Sag mir sogar was. Das ist so, ja, es läuft halt mehrere Stunden einfach am Stück. Ein Abend nur, das ganze Projekt, halt quasi wie bei Minecraft auch. Und das Projekt ging 20 Minuten, weil sich legit alle am Anfang geprügelt haben. Nice. Und dadurch ist die Border. Und Endgame, so was ist da passiert? Ja, und dadurch ist die Border so schnell kleiner geworden, dass die Border nach 10 Minuten halt nur noch 100 Blöcke war. Nice. Das heißt, die Leute wurden halt alle der Reihe nach wieder in die Mitte teleportiert und da haben dann halt wieder Leute gecampt, die schon Full Iron hatten und haben halt alle abgefahren. Gibt's hier OP-Äpfel? Nein. Nee. Stärkertränke sind auch verboten. Aber man kann in den Nether. Ja. XP-Farmen, Das war schon gut. Mann, Alter, warum schaust du mir zu? Was ist denn da? Ja, die Steuerung ist. Ich muss mich halt echt noch umgewöhnen, ne? Ja. Glück fighten wir ja nicht erste Folge. Wieder halt geschwitzt erstmal auf Gome. Wie damals. Buddy joined your channel. Ach, wir sind am Aufnehmen! Binge-Lord. Wir sind sogar extra im Channel für Aufnahme. Ein Best Team von Minecraft. Ja. Warum sollte man sonst in den Channel gehen? Ich hätte Ruhe einstellen können. Ich komme nachher hoch. Buddy left your channel. ich auch. Lel, die sind in einem Sprachchat auf dem Discord. Ich kann mir einfach jetzt den Livestream von denen angucken. Sneak snipen oder was? Von Cookie auf dem Server, ja. Ja, okay. Wo sind die? Hau raus. Dann können erst wir. Stream-Snipen. Ja, können wir killen. So. Server Group assigned. Ups. Dafür müsste ich den Discord schon. Denk dran, du bist nicht kick, ne?
Eine Minute. Cry about it. Nein, eine Minute. Ja. Ich habe übrigens nachgeguckt. Es gibt keine Minecraft-Einstellungen dafür. Hä? Das muss eigentlich eine Windows-Einstellung sein, aber. Weird. Ja. Was soll ich denn machen? Ich überlege gerade bei meiner Maus, wo das geht. Da können wir gleich gucken. Oder habe ich irgendwas auf der Tastatur? Keine Ahnung. Ja, einfach nicht nächste Folge kämpfen und in der Zwischenzeit starte ich bestimmt mit meinem PC neu. Das war übelst gelispelt, aber egal. Bye. Okay, das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wird episches Projekt, glaube ich. Wir bauen so viele Fallen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, die morgen kommt. Sag auch tschö. Sagst du auch tschüss. Tschüss.